Hallo und willkommen bei Cloudplay. Heute mit einem kleinen Tippvideo. Und zwar ist ja Wulong in dem Game Pass gelandet und somit auch in der X-Cloud. Und da muss man sagen, gute Souls-like gibt es nicht so viele in der Cloud. Und Wulong gehört auf jeden Fall zu den guten, muss ich sagen. Zumindest Stand aktuell. Allerdings hat sich Team Ninja gedacht, wir treten den Neulingen mal so richtig in die Nüsse oder Fresse oder wie man das so nennen will und hat einen Tutorial-Boss dahin gepackt, der wahrscheinlich den ein oder anderen durchaus vor einige Probleme stellen wird. Also hier ein paar Tipps, damit der Einstieg etwas leichter fällt, denn danach wird das Spiel auch allgemein etwas leichter, man hat nämlich ein paar so Hilfsmechanismen an der Hand. Also starten wir mal los in den Bossfight. Hier erstmal was Allgemeines. Sang Liang, der Boss, besteht aus zwei Phasen, in denen er wirklich unterschiedlich ist. In der ersten Phase kann man sehr offensiv rangehen und mit ein bisschen Ausweichen und vielen leichten Angriffen kriegt man den eigentlich ziemlich gut gestaggert. Das heißt, immer schön mit leichten Angriffen dran, dann kann er sich kaum bewegen. Und falls er doch mal den Unblockbaren macht, dann muss man natürlich ausweichen, um keinen Schaden zu kriegen. Denn blocken geht dann nicht. Anderer Tipp ist, das weiß vielleicht noch nicht jeder, das ist allgemeiner Tipp vom Spiel. Es ist möglich, den Block oben zu haben und trotzdem auszuweichen. Das heißt, Block hoch und beim richtigen Moment Ausweichtaste drücken, dann weicht er trotzdem aus. Und das Gute daran ist, falls man den richtigen Moment nicht erwischt, ja, dann blockt man. Das heißt, man kriegt dafür, trotz dass man das Timing nicht geschafft hat, keinen Schaden. Klar, die Leiste, die Haltungsleiste geht natürlich hoch damit. Das kann man also nicht zu oft machen, aber immerhin kann man so einen Fehler ausbügeln. Die zweite Phase ist ziemlich haarig, beginnt aber immer wieder gleich. Und zwar regt er sich dann ordentlich auf, kommt aber nicht zu euch ran. Hier kann man heilen oder einfach nah dran und ihnen einfach ein paar Schläge mitgeben. Taktik Nummer 2 wäre es, aus der Halbferne zu machen und diesen Rennangriff, wenn er auf euch zustürmt, zu triggern. Dann ausweichen und ein paar Schläge geben. A und O von dem Kampf allgemein ist, dass man wartet, bis er den unblockbaren Angriff macht, wo er die Hand auf euch schlägt und diesen dann pariert und ihn noch ein paar Schläge abgibt. Das muss man zweimal machen, dann sollte die Götterleiste voll sein und man kann mit der göttlichen Bestie den Kampf beenden. Das kann man mit YB auf der Xbox bzw. Dreieck und Kreis auf der PlayStation machen. Und dann ist der General Geschichte. Ja, das war's mit meinen Tipps. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das so ist. Ich sag dann mal tschüss, euer GameDemon.